Fall. Danke. Danke. Ja, hallo, ich bin Lara, ich bin 21, ich habe das heute, glaube ich, schon 8-mal erzählt. Ja, aber ich bin keine Band, ich bin nur ich und die Gitarre. Und deswegen wird es jetzt alles so ein bisschen ruhiger. Aber danach geht es ja noch hart ab mit We Are Diamonds und For Me mit Juicy Roadkill. Also machen wir das jetzt hier alles mal so ein bisschen akustischer und gechillter und danach könnt ihr wieder hart abgehen. Hallo, wir sind wieder mit den Bandsupportern unterwegs. Heute sind wir in Gelnhausen. Ihr seht es im Hintergrund, Lorbas, Home of Alternative Music. Aber ich habe hier ein bekanntes Gesicht heute sitzen. Und zwar ist die Lara wieder am Start heute. Hi. Grüß dich. Hallo. Hallo, wir haben uns ja fast genau vor einem Jahr das erste Mal in Fulda bei den Bandsupportern getroffen. Ja. Und ja, es ist ein Jahr rum. Erzähl einfach mal, wie hast du es letztes Jahr empfunden? Ich meine, du hast ja schon mal mitgemacht. Ne? Ja, es war auf jeden Fall cool. Es war halt mit vom Ziehen her und wenn du dann als Erste ran musst, ist schon ein bisschen... Aber zwischen den ganzen Bands ist es schon cool, wenn die Singer-Songwriterin dir alleine das hat. Du hast ja auch den Opener gehabt und genau, es war ja gar nicht so einfach, es war so eine Spaßkneipe. Ja, ja, ist immer schwierig dann als Erstes die Leute zu überzeugen. Ist immer cool, wenn die vorher ein bisschen gehypt sind und dann kommt man und dann hat man eher Möglichkeiten, die ein bisschen zu begeistern. Also heute alles ein bisschen entspannter hier in Lorbas, ist auch viel näher für dich dran. Ja, fühlt sich mehr an wie zu und Hause. Und da kommen vielleicht auch ein paar Fans noch von dir, oder? Ja, ich würde es hoffen, aber viele sind weggezogen, Uni und alles, also... Gut, du hast ja damals gesagt, Bad Sohnsal-Münster ist so dein kleines Heiligtum, ne? Ja, also, zu Hause. Ist ja nicht weit weg von hier, ein paar Kilometer nur. Und deswegen, also bist du der Region weiterhin treu geblieben, wie ich auch sehe. Ja. Wie hast du es vor so einem Jahr empfunden für dich? War es anstrengend, gegen die Bands zu spielen, so als Singer-Songwriterin? Ist auf jeden Fall so. Also wenn du weißt, wer spielt, ich kenne die Blockhelden gut, ich weiß, was die drauf haben, ich weiß, wie die immer die Hütte abreißen. Und dann vor denen und zu wissen, dass die dann danach kommen, hat man eigentlich schon gewusst, man hat eigentlich keine Chance, so wie die rasieren jedes Mal. Aber es ist immer schön, so schön mit Freunden zu spielen und ich würde es jederzeit wieder machen. Deswegen. Du hast dich ja nicht entmutigen lassen? Was war so die Motivation für dieses Jahr? Hast du gesagt, die Blockhelden spielen nicht mit, oder? Ja, nee, der Jan hat mich angeschrieben wegen der Wildcard, die es immer gibt. Und dann dachte ich, ja komm, es ist daheim, es ist die Möglichkeit, auch mal andere Musiker kennenzulernen, weil ich zeitbedingt und abibedingt nicht so viel rauskam erstmal eine Zeit lang. Und deswegen habe ich gedacht, ja, viele neue Leute kennenlernen, ist ganz cool, kann man mal machen, genau. Ist daheim. Also du hast dich nicht unterkriegen lassen vom letzten Jahr und hast gesagt, jetzt erst recht dieses Jahr. Ja, jetzt gebe ich. Und ein großer Vorteil, da eine Band krankheitsbedingt oder nicht am Start ist, sind ja nur drei Bands dabei und zwei kommen weiter, also auch die Chance heute für dich. Ja, da habe ich vielleicht Glück. You just can't believe we could be together. This is part of the plan. So let me reverse my thoughts and me get out of this town. I live to be. Wie ging's ja bei dir so weitermachen konntest? Hast du mal ein paar Auftritte gehabt danach? Ja, also ich habe einige Auftritte gehabt, noch überwiegend Hochzeiten, was ganz süß ist, aber man darf Teil von sowas Besonderem sein und es ist wahnsinnig schön. Ich habe meine Band hatte ihren ersten Auftritt auch hier im Lorbas am 22. Juli letztes Jahr. War auch wahnsinnig interessant, das mal zu machen. Wir üben jetzt gerade ein bisschen für unsere anderen Lieder und neue Lieder und so und genau, also es ist gut weitergegangen. Ich habe viel mit anderen Leuten, anderen Musikern zusammengearbeitet, vor allem DJs, die Musik aus dem Nichts machen, was ich wahnsinnig finde, in ihrem Programm da, die tippen da irgendwas ein und erstellen dir ein ganzes Orchester. Das ist Wahnsinn. Selber hast du auch neue Musik gemacht, habe ich gehört? Ja, genau. Ich schreibe für die Musik, die ich mit den DJs mache, schreibe eigentlich immer die Texte selbst. genau, und die Texte, die ich selber geschrieben habe, werden dann eben durch die Musik von den Jungs unterstützt und weiter produzieren. Hast du jetzt auch heute Abend ein paar neue eigene Songs nur mit der Gitarre? Ja,
zu, ich glaube, würde sagen, 80% sind das neue Lieder, die ich eigentlich für die DJs geschrieben habe, die ich jetzt aber einfach mit dir hergenommen habe und jetzt akustisch mache. Aufgenommen hast du von den Songs auch was inzwischen? Ja, mittlerweile habe ich einen von meinen eigenen Songs aufgenommen, weil ich angefragt wurde von einer Musikschule, also von einer Musikuniversität in Frankfurt, ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte, und das haben wir dann gemacht. Wir haben dort in dem Riesenstudio, das die haben Musik aufgenommen, es war wahnsinnig cool, mein eigenes Lied, nur ich und Gitarre, also Gitarre und ich. Und ansonsten habe ich ein Lied mit dem DJ aufgenommen, wir haben es auch ausgebracht, könnt ihr hören auf Spotify, DJ Jansen mit Doppel-S. Und ja, Spotify, Apple Music, diese ganzen Streaming-Dienste, kann man das anhören. Deine eigenen Sachen oder eigenen Seiten hast du wahrscheinlich auch noch am Laufen? Ja, ich habe noch Facebook, das ist immer alles Lara Eckert oder Lara Eckert 22. Also man findet schon über die Suchmaschine, ich habe es ja auch dieses Jahr wieder, ja. Hat ja noch von letzten Jahr das Interview gespeichert. Ja, also. Genau, also der Name ist der gleiche, die Zahlen sind die gleichen und man kann mich so immer noch finden. Genau. Hast du dies ja schon irgendwie in Planung, wo man dich mal wieder sehen kann, jetzt außerhalb von Band Supporter? Ja, ich spiele auf einem Open Air Festival in Bad Orb, das ist auch hier in der Nähe, am 24. 25. Mai ist das, also es ist Freitag und ein Samstag. Und wir spielen freitagsabends mit dem DJ, mit dem ich das Lied, das wir jetzt auf Spotify haben. Und da planen wir noch ein neues Lied rauszubringen an dem Abend wahrscheinlich. Also. I never believed in exception until one day you met me. Everything is looking so fine. You're a dream come to a lover. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt dieses Jahr so ein bisschen auf die Elektroschiene gekommen bist? Ich habe einen Kumpel gefunden in dem Bereich, der mich wahnsinnig fasziniert hat, weil er einfach aus nichts alles macht. Und durch den bin ich in die Elektroschiene geraten und dann hat mich eben dieser Jonas Jansen aus Bad Soden angeschrieben und hat gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammenarbeiten will, weil der ist wahnsinnig organisiert, der ist so jung, der ist jetzt 18 und haut das alles schon raus, und durch Aaron, das ist mein Kumpel aus Langselbold, der wahnsinnig gute Musik macht, und Jonas bin ich so in die Schiene gerutscht und jetzt machen wir immer mehr zusammen. Gut, ich werde es mir auf jeden Fall angucken bzw. anhören. Heute sehen wir es ja nochmal akustisch von dir. Ja. Und vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal, dich mit Band oder mit Elektro nochmal zu sehen. Freuen. Oder vielleicht kommst du das dritte Mal. Die Jungs hier von Frankfurt sind auch dritte Mal schon dabei. Ja, nächstes Jahr vielleicht mal mit dem Elektro-Act. Ne? Ja, oder mit der Band. Das wäre auch super. Ja, oder mit der Band. Also bis bist dahin du wirklich wir völlig so offen weit. Und jedes Jahr was Neues. Also ja. Ich würde es freuen. Vielleicht, egal wie es ausgeht, auch wenn es weitergeht oder wie auch immer, wird dann nächstes Jahr dich wieder hier zu sehen. Ne? Vielen Dank. Ich drück dir die Daumen für heute. Toi, toi, toi. Ne? Dankeschön. It's stressful and exhausting, I know you know. But honestly, why can nobody save me from the madness that I call my everyday? A madman at a crossroads. Your story about life, right straight ahead.